Jo Leute und willkommen zum vierten Tag aus New York. Heute haben wir ein paar Sachen vor. Wir wollen nämlich einmal eine Tour durch komplett Midtown Manhattan machen. Das heißt solche Sachen wie den Bahnhof, die Grand Central Station, den größten Bahnhof der Welt, Times Square nochmal, dann das Chrysler Building. Solche Sachen werden wir heute machen und euch will ich dahin mitnehmen. Also bis gleich. So, was ich noch dazu sagen muss, die erste Station, wo wir jetzt direkt mit der U-Bahn hinfahren werden, ist die Grand Central Station. Das ist der größte Bahnhof der Welt und den wollen wir uns einfach mal angucken, weil der echt cool sein soll. Das ist auch so eine halb Shopping Mile und dann halt halb Bahnhof und halb Shopping Mall. Da wollen wir jetzt als erstes mal hinfahren und dann sehen wir erstmal weiter. Weil erstmal wollen wir uns die halt angucken und danach geht es dann weiter Richtung Times Square oder Richtung Chrysler Building. Da soll man eine gute Sicht übrigens drauf haben von der Grand Central Station. Also gucken wir mal, was wir danach machen werden. Ich muss mir gerade mal kurz eine gute Position zum Filmen suchen. Das ist echt nicht so leicht. Falls mein Gesicht auf dieser Seite so ein bisschen dicker sein sollte, dass ich daran hier so, weil ich wurde wieder von Mücken gestochen und die Viecher hier, die sind so solche Wichsviecher, die stechen und deine ganze, das Ding, das schwillt einfach so dick an. Und ja, jetzt müssen wir irgendwie uns überlegen, wie wir verhindern können, dass die Mücken zu uns reinkommen. Aber das kriegen wir schon hin. Erstmal gucken wir uns jetzt weiter Manhattan an. Also bis gleich. An der Grand Central Station, das ist der größte Bahnhof der Welt. Man sieht ihn jetzt von außen, gerade da oben. Ich weiß nicht, ob man es so gut sieht, der ist halt kein Wolkenkratzer oder so, es ist einfach nur ein Bahnhof. Aber aus dem 18. Jahrhundert und der ist schon mega fett dafür, es ist gerade mega windig hier. Und ja, wir gehen da jetzt einfach mal rein und dann zeige ich euch das Ganze auch von innen, weil der soll mega cool aussehen, es ist halt ein Shopping Center auch noch drin. Wir sehen uns gleich immer von drin, bis gleich. Around 10 p.m. and I'm realizing we're about to do this all again. So I throw down a five before the Friday flies by. About to buy a couple bottles, pre-gaming with just the guys. Getting high, taking my time, looking fly with the fly tie. About to fly by, sitting a mile high, bringing style to the skyline all the time. Here comes the weekend, filled with lots of drinking. From experience, this is where my liver weakens. Plus on top of that, add a whole bunch of chiefin'. Mixing chemicals, chemistry. Street is what we're teaching, featuring 1138 all season. Posting up deep, digging the ladies sitting next to us, right of us, left of us, I'll be ambidextrous. When I step in the room, panties hit the ground. I guess when I dress up, all the ladies dress down. And even with the same pristine routine, I find myself exploring a weaving out of dreams. And even though I do the same damn things, it's the people making the pattern, making it worth standing. Jo Leute, wir sind jetzt im Bahnhof drin und dieser Bahnhof ist auch echt wieder wie komplett New York extrem beeindruckend. Man sieht schon im Hintergrund, der ist komplett aus Marmor gebaut und an der Decke ist so ein türkiser Stoff, keine Ahnung was es ist, irgendein Stein und da sind einfach der Sternenhimmel ist da drauf, aber spiegelverkehrt. Keine Ahnung, ob die das extra gemacht haben oder ob die sich vertan hat. Und allgemein, der ganze Bahnhof ist extrem beeindruckend, wie überall in New York. Einfach komplett andere Maßstäbe mal wieder. Man sieht einfach echt, das ist so krass hier. Und ja, auf jeden Fall, so ein Bahnhof muss man erstmal bauen können. Und das wurde, ich weiß nicht, wann der gebaut wurde, der ist auf jeden Fall schon richtig alt. Und ja, also, dass man früher sowas bauen konnte, das ist echt stark. Weil ich führe euch hier einmal kurz rum, hier, da sind die Riesenfenster, diese ganzen Marmorböden, die Säulen, einfach so mega krass hier alles. Keine Ahnung, die ganzen Menschen hier, richtig krass, richtig krass. Wir sehen uns gleich wieder, Leute, bis gleich. Wow, Leute, das ist so krass. Ich bin jetzt gerade hier einfach einen Balkon hochgegangen, also eine Treppe. Jetzt steht man hier oben auf so einem Balkon und im Hintergrund seht ihr schon, hier ist einfach ein offener Apple Store und der umfasst einfach das ganze zweite Stockwerk. Hier gibt es einfach alles von Apple, das ist so krass. Einfach so geil hier mit solchen Tischen stehen hier mitten im Bahnhof und es ist einfach ein Apple Store. Und wenn man hier mal runter guckt, ich zeige das einmal ganz kurz, einen kleinen Schwenker. Und da hinten, ich habe ja weiter nach rechts noch geschwenkt, da ist der zweite Teil des Apple Stores, den sieht man jetzt da hinten im Hintergrund. Es ist einfach so mega krass, Leute. Wir sehen uns gleich wieder.
So it's like Monday, yep, 10 a.m. And I'm realizing I'm about to do this all again. So I get out of bed, grab my books and a pen, headed to astrology, leaving Earth on the rag. 49-cent Jimmy John bread, allowing me to save my money just to party instead. Yeah, Bacardi and bread, Rhino already dead. On Wednesday night, we do it right, wake up and do it again. I'll make my ass go to class, strolling on the... Yo Leute, wir haben uns jetzt entschieden, doch nicht ins Chrysler Building zu gehen, sondern weiter zum Rockefeller Center zu gehen, weil das Chrysler Building ziemlich langweilig sein soll, weil man eh nicht hochfahren kann, man kann sich nur die Eingangshalle angucken und das ist dann wirklich nicht so spannend. Deswegen gehen wir zum Rockefeller Center und gucken mal, wie lang die Schlange da ist vom GE Building, von der Aussichtsplattform Top of the Rock. Das ist 260 Meter hoch oder so. Mal gucken, wie lange die Schlange da ist, ob wir da reinkommen heute. Auf jeden Fall sehen wir uns da gleich einfach mal wieder. Bis gleich. Noch ein paar Infos wollte ich euch jetzt kurz zum Rockefeller Center geben. Das ist nicht nur ein Gebäude, das ist ein Gebäudekomplex aus irgendwie 19 Hochhäusern. Und ja, dazwischen gibt es dann halt alle möglichen Sachen, welche mich aber nicht interessieren. Und wir gucken uns einfach jetzt nur, wenn wir da reinkommen, wenn die Schlange nicht zu lang ist, die Aussichtsplattform an. Weil das wirklich das einzige Interessante ist. Der Rest ist eigentlich uninteressant, sind Kunstausstellungen oder so. Wen es interessiert, der soll sich das angucken. Uns interessiert es nicht. Wir werden uns, wenn, dann nur die Aussichtsplattform mal angucken und den Blick von oben genießen. Ich denke, wir sehen uns gleich einfach davor wieder. Bis gleich. So Leute, wir haben jetzt die Karten für das Rockefeller Center, für die Aussichtsplattform. Und wir sehen uns gleich wieder im Aufzug. Bis gleich. So Leute, wir sind jetzt auch durch den Sicherheitscheck hier am Rockefeller Center, am GE Building. Und gehen jetzt zum Aufzug, um dann nach oben zu fahren. Aber da seht ihr gleich selbst mehr. Bis gleich. Jo Leute, wir sind jetzt oben auf dem Top of the Rock, auf der Aussichtsplattform. Hinter mir liegt einfach der Central Park und alles Mögliche. Und da ist dieses hohe Gebäude, was ich dachte, wäre das Rockefeller Center, was in Wirklichkeit aber dieses Wohngebäude ist. Die 432 Park Avenue oder so. Das ist einfach noch wesentlich höher hier. Das ist irgendwie noch 200 Meter höher. Und, also nicht ganz 200, irgendwie 150 oder so. Und hinter mir sieht man einfach den ganzen Central Park und alles Mögliche. Und das ist einfach so mega cool hier oben. Und gleich sieht man natürlich auch noch die andere Seite, wo wir gleich hingehen werden. Aber da mache ich jetzt kurz einen kleinen Schritt, da sehen wir uns gleich dann wieder. Bis gleich. Hi Leute und willkommen von der anderen Seite des Top of the Rocks. Wir stehen jetzt hier vor der Skyline von dem Finanzdistrikt und vom Empire State Building. Und das ist noch viel krasser als die andere Seite. Das sieht einfach so geil aus mit der Skyline. Und ja, der Central Park ist natürlich auch schon geil mit der riesigen Grünfläche. Aber guckt euch mal das an. Das ist echt der Hammer. Da hinten ist das, also das Empire State Building und dann da hinten das One World Trade Center. Da. Es sieht so mega geil aus. Das macht richtig Spaß hier oben. Und wir werden natürlich auch noch auf die anderen beiden Hochhäuser gehen. Also auf das Empire State Building und auf das One World Trade Center. Bei gutem Wetter. Heute ist es echt heiß hier. Und ja, ich freue mich einfach auch auf die anderen beiden Hochhäuser zu fahren. Das macht echt mega viel Spaß. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Tschüss. I like that, na 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 na. I bring it back, na 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 na. Na 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 na. I like this, na 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 na. So Leute, jetzt sind wir nochmal zwei Stockwerke höher auf der höchsten Aussichtsplattform hier. Hier kann man jetzt auch komplett rumgehen und auch sich die anderen Seiten angucken. Da ist zum Beispiel noch das Allianzgebäude oder der Bank of America Tower irgendwo da hinten. Das sind die Gebäude, die ich auch schon aus dem Central Park gezeigt habe, die so groß waren. Und hier ist es auch nochmal leerer, wenn man nochmal einen Ausblick auf den, auf die Seite mit dem Empire State Building und dem Monroe Trade Center haben möchte. Dann können wir uns das hier auch nochmal angucken. So, das ist echt so mega cool hier oben. Die Skyline. Wow. Jetzt sind wir endlich mal auf dem richtigen Hochhaus, anstatt die Skyline immer nur vom Boden oder von der Brooklyn Bridge aus zu sehen. Wow, das ist echt mega cool. So Leute, von hier kann man jetzt auch nochmal besser die ganze Seite mit dem Central Park und so sehen. Da ist diese Park Avenue, das Gebäude, das mega hohe. Dann ist hinter mir noch der Central Park, wie gesagt. Der Central Park, da so. Und da ist auch, irgendwo sieht man da den riesigen grünen Flag, wo die Liegewiese ist, auf der wir gestern waren. Und in der Mitte ist halt der Riesensee. Das ist hier mega cool. Ich mag das, Leute. Aber ich sehe gerade, es gibt noch eine Plattform höher und vielleicht können wir da auch noch mal drauf gehen. Wir sehen uns einfach gleich wieder. So Leute, wir sind jetzt wirklich ganz oben auf der Spitze. Wir haben die gefunden und
ja, ganz oben ist das nochmal was anderes, weil jetzt kann man hier wirklich zu jeder Seite von einem Punkt aus runter gucken und es sind keine Scheiben vor, die das verspiegeln. Also hier oben ist es echt mega cool. Aber wir werden auch noch auf die beiden höheren Gebäude hier gehen und da werde ich dich auch wieder mitnehmen. Jetzt fahren wir erstmal wieder mit dem Aufzug nach unten. Bis gleich. Leute, wir sind jetzt wieder unten und laufen auf der Fifth Avenue lang. Aber nicht, um hier irgendwie einkaufen zu gehen oder so, sondern wir wollen jetzt zum Sony Laboratory oder so. Das ist irgendwie so ein Mediencenter, keine Ahnung. Zeige ich euch auf jeden Fall gleich, soll ganz cool sein und da wollen wir jetzt einfach mal hin. Ja, dazu gehen wir jetzt hier auf die Fifth Avenue. Aber die werden wir uns noch andermal angucken, weil ich will mir hier auch noch irgendwas kaufen bestimmt. Und wir wollen uns die sowieso noch mal genauer angucken. Zum Beispiel im Hintergrund sieht man da auch die St. Patrick's Cathedral. So, die wollen wir uns auch noch mal angucken bestimmt. Und ja, ganze Fifth Avenue gucken wir uns noch mal an. Wir sind jetzt gleich erstmal bei diesem Sony Center wieder. Bis gleich. So Leute, wir haben uns jetzt gerade schon die Eintrittskarte für dieses Sony Lab geholt. Das ist kostenlos, aber die erste, also die Zeit, wann wir reinkommen, ist erst um viertel vor drei. Und im Moment ist es 20 nach zwei. Das heißt, wir haben noch 25 Minuten Zeit, irgendwas zu machen. Und jetzt wollen wir uns dann vielleicht einfach mal gucken, ob wir hier irgendwo was zu essen finden. Wenn es nicht 20 Euro sich reinsetzen muss, irgendwie so ein Burgerstand oder so. Das wäre ziemlich nice. Und dann gehen wir gleich mal da rein. Das ist, hat wahrscheinlich was mit Kamera und Fotografie zu tun. Also ist ganz interessant vielleicht. Ja, ich guck mal, ob ich da drin überhaupt filmen darf. Das weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall sehen wir uns gleich wieder. Also für euch jetzt direkt, für mich. Ich gehe jetzt erstmal was essen und dann danach in die Sony. Wenn ich da filmen darf, dann seht ihr mich ja da wieder. Bis gleich. So Leute, wir haben jetzt gerade einen echt guten Hotdog von so einem kleinen Stand hier auf der Fifth Avenue. Der war echt lecker. Und jetzt müssen wir uns wieder zurück machen auf den, jetzt müssen wir uns wieder zurück machen zu diesem Sony Laboratory. Weil es ist schon 41 und in 4 Minuten geht halt unsere Vorstellung und wir sind einfach noch nicht da. Und wenn wir jetzt nicht da sind, kommen wir glaube ich gar nicht mehr rein oder so. Habe ich nicht so richtig verstanden. Aber wir sind jetzt so gut wie da. Wir sind bei der 55. Street und wir müssen zur 56. Street. Das heißt, wir schaffen das hier. Und ja, der Hotdog war auf jeden Fall richtig nice. Muss man ja auch mal in Amerika gegessen haben. Und dann ja von so einer kleinen, von so einem kleinen Stand hier mitten in New York. Das war echt cool. Und ja, jetzt wird es gerade laut wegen den Bussen. Wir sehen uns gleich einfach wieder. Haut rein und ciao. Jo Leute, wir waren jetzt gerade in diesem Sony Laboratory, Wonder Laboratory Lab Zeugs. Ja, gefilmt habe ich da drin nichts, weil das war eigentlich nicht filmenswert. Es war eher für kleinere Kinder und nicht mehr so für mich, weil ich mich ja generell sowieso viel mit Computer und ähnlich beschäftige. Und ja, jetzt haben wir entschieden, dass wir nach Hause fahren. Es ist hier jetzt 4 Uhr ungefähr und wir fahren jetzt nach Hause und machen dann uns da noch einen schönen Abend und wir sehen uns vielleicht gleich nochmal. Bis gleich. Okay Leute, das war der heutige Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Er ist, glaube ich, nicht so lang wie die anderen beiden. Ich weiß es nicht genau, das kann ich jetzt gerade nicht so beurteilen. Ich weiß einfach nur, es kam mir irgendwie weniger vor. Und ja, ich hoffe, er hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, dann lasst doch eine positive Bewertung da. Abonniert, um nichts mehr zu verpassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Ihr könnt natürlich auch immer noch Fragen in die Kommentare schreiben. Den Vlog habe ich immer noch nicht gedreht. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, haut rein und bleibt fresh. Ciao.